Ja, Manuel Gründig und Markus Lampert sind jetzt bei uns. Zwei Classic-Athleten, aber einmal Classic Bodybuilding und Classic Physik. Und da wäre jetzt mal für mich von Interesse, warum die eine und nicht die andere Klasse? Warum erst mal mit dir? Warum Classic Bodybuilding? Weil ich einfach nicht mehr auf die Waage bringe. Ich habe noch 2 Kilo nach oben Luft, wo ich jedes Jahr, sage ich mal, dran arbeite und immer ein paar hundert Gramm draufkriege, aber wiederum auch immer wieder etwas trockener komme. Also ich versuche das Paket zu optimieren, was mir eigentlich im Laufe der Jahre gut gelungen ist und ich es schaffe, von Wettkampf zu Wettkampf innerhalb der Saison auch immer noch ein bisschen schwerer zu kommen, trockener und schwerer. Wenn du jetzt sagst, über die Jahre, wie viele Jahre machst du das schon? Also ich mache es in Anführungsstrichen nur 3 Wettkampfsaisons bis jetzt, 2015, 2018 und jetzt 2019, stelle mich aber morgen schon den 14. Vergleich. Also das heißt, wenn ich eine Saison mache, dann mache ich auch gleich richtig viele Wettkämpfe. Ich bin auch morgen nicht fertig. Ich starte nächste Woche noch auf der Masters-WM und will mich aber noch mal mit den Jungen ein wenig schlagen. Ja, da sind ja einige dabei. Gut, mit euch beiden wird es auf der Bühne erstmal nichts. Warum bei dir Classic Physik und nicht Classic Bodybuilding? Wegen den Posen? Nee, ich habe mich ja bewusst für die Classic Physik entschieden. Das ist für mich die schönste Klasse einfach. Man hat so ein bisschen dieses alte Bodybuilding mit drin, das ist ja auch das Ziel in der Klasse, dass man so ein bisschen mehr Wert, mehr Fokus auf die Kür legt, auf die Art des Posings und so weiter. Von den Posen her, bis auf die Latpose, sind wir ja ungefähr gleich. Bei uns kommt noch die Vakuum mit dazu als klassisches Element, genau. Aber ansonsten sind ja alle Bodybuilding-Posen bei der Classic Physik auch drin. Also bei mir war es tatsächlich eine bewusste Entscheidung, in die Classic Physik zu gehen. Ich hätte auch vom Gewicht her in die Classic Bodybuilding reingepasst, habe mich aber wie gesagt bewusst für die Physik entschieden, weil es einfach so mein Anspruch ist, dieses klassische Bodybuilding von damals wieder ein bisschen voranzutreiben. Und mir gefallen die Athleten, die dort aktiv sind auf Pro-Level und man nimmt ja immer so ein bisschen Anstoß an den Großen. Ich hatte vorhin einen im Interview, der hat gesagt, er hatte ein Problem mit den Hosen. Es gibt einige Leute, die sagen, gerade wegen den Posen sind sie in der Klasse, weil denen gefallen die normalen Posinghosen nicht. Wie ist es bei dir? Ich muss sagen, ich persönlich hätte sogar Streifen im Arsch, also ich könnte ihn sogar zeigen. Habe jetzt auch kein Problem damit, ihn aufgrund der Klasse zu verstecken. Wenn der Rest auch passt, wenn die Form sitzt. Ich denke, dann braucht man die Streifen nicht unbedingt zeigen. Der Rest des Körpers spricht für sich. Aber wir haben ja hier eine ganz tolle Gelegenheit geschaffen. Du kannst sie uns jetzt zeigen. Wir haben nämlich hier einen Posing-Bereich vorbereitet. Und dann kannst du also nicht alles rausholen von den Poppies, aber die Streifen kannst du dann gern hier präsentieren. Und du kannst mal zeigen, ob die Classic Bodybuilding-Klasse nicht vielleicht doch die schönere ist. Zumindest die erste.